Der Mann ist während des unvergesslichen Besuchs eines sanften Pferdes zu Tränen gerührt. Wunderschön. In den letzten Monaten kämpfte Audrey Spakes Vater Joao mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen, die ihn ans Bett gefesselt haben. Aber während seine Ärzte alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um seinem Körper bei der Heilung zu helfen, erhielt Joao kürzlich Besuch, um auch sein Herz zu heilen. Der Name dieses Besuchers ist Pasoka. Pasoka ist ein Therapiepferd, das mit Freiwilligen des gemeinnützigen Cultivo Inclusão zusammenarbeitet, einer Gruppe, deren Mission es ist, Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu erreichen. Und was für einen Unterschied es machen kann. Anfang dieser Woche teilte Spake ein berührendes Video, das den Moment zeigt, in dem Pasoka ihren Vater besuchte. Anscheinend spürte Pasoka die Art der Interaktion, die Joao am dringendsten brauchte, und schmiegte sich sanft an seine Brust, in einem stillen Austausch von Trost und Liebe. Er war die ganze Zeit so mit meinem Vater, schrieb Spoke. Es war wunderschön. Es war eindeutig ein Besuch, den Joao so schnell nicht vergessen wird. Und mit etwas Glück wird es mehr als nur eine Erinnerung bleiben. Heutzutage erkennen immer mehr medizinische Fachkreise den heilenden Nutzen von Therapietieren für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten. Tiergestützte Therapie kann Schmerzen, Angstzustände, Depressionen und Müdigkeit bei Menschen mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen deutlich reduzieren, berichtet die Mayo Clinic. Und nicht nur Menschen mit gesundheitlichen Problemen profitieren davon. Auch Familienmitglieder und Freunde, die bei Tierbesuchen dabei sind, sagen, dass sie sich besser fühlen. Joaos Tochter scheint dem zuzustimmen und schreibt über Pasokas Besuch, es war ein unerklärlicher Moment.